So, weiter geht's in Part 2 von Pokémon Soul Silver und wieder mit Henry Boss. Right. Und ja, letzten Part Starter-Pokémon bekommen, seinen Spitznamen gegeben. Und jetzt sind wir gerade bei diesem alten Sack, der uns damals eine Beere gegeben hat. Der jetzt mittlerweile Mr. Apricoco genannt wird und Herr eines maschinellen Box-Systems ist, in dem man seine Aprikokos ab jetzt speichern kann. Ich kann dir auch sagen, warum die Starter-Pokémon im Gegensatz zu ihren Vorgängereditionen, also Gold, Silber, wenn ich jetzt keine Beere tragen. Ich weiß warum. Weil? Und zumindest, ich könnte es mir denken, weil du weißt, selbst für Beeren braucht man auch einen speziellen Behälter, und zwar diese Beerenbox-Ressourcen hat. Das Ja. bekommt man ja, wenn man das Muggelbaum gefangen besiegt oder sowas hat. Ja. Und das heißt, wenn du so lange diese Box nicht besitzt, kannst du halt auch keine Beeren tragen, beziehungsweise sammeln oder behalten. Stimmt. Das bedeutet, dass die Pokémon, die du dabei hast, auch keine Beere tragen können. Finde ich zwar persönlich ein bisschen schade, aber was soll man machen? Ja, aber naja, es macht schon Sinn. Also finde ich es gut, dass sie denen keine Währung gegeben haben. Weil sonst wäre es ja total unsinnig irgendwie. Naja, Ich also ich meine, finde es schade. du kannst keine Bären haben, wenn du keine Bärenbox hast. Dein Starter-Pokémon trägt aber eine Bäre. Das wäre doch schon irgendwie ein bisschen strange. Ja, dann hätte man das doch direkt lassen können. Dass man sofort, wie damals halt immer, den Bären zu einer eigenen Tasche, die der Beutel reingetan hat, ne? Ja, genau. Einfach in den Basis-Items die Bärentüte wieder. Obwohl, ist auch scheiße, aber guck mal, Platin-Edition oder Diamant-Perl, du hast die Bären einfach in der Tasche reingesteckt und hast keine Gedanken gemacht, dass die irgendwann am Arsch gehen könnten. Ja, okay. Wieder eine Sache, die sich nicht logisch anhört, aber so lebt halt Pokémon. Oh ja, basierend auf unlogischen Tatsachen. So. Und ja, wir haben jetzt von Mr. Pokémon das Rätselei bekommen. Ein Machalo. Jawohl, das muss ich besiegen. Ach Und so, bei Relaxus namens das. ich dachte jetzt, du meinst, da ist ein Macholo in dem Ei. Nein, natürlich nicht. So, Pokémon heilen ist eigentlich völlig unnütze, weil Kanimani keinen Meter Schaden bekommen hat, weil wir nicht gekämpft haben. Und jetzt will natürlich der. Oh, guck mal, wie böse der guckt, Mann. Evil. Ey, das ist nicht Eich, das ist Dr. Evil, Mann. Dr. Edgar. Ja, Mann, Dr. Oetker. Ich muss immer an meinen Albträumen denken. Ja, Leute, Dr. Henry Boss. Ja, nein, was mache ich denn hier? Scheiße. Das gibt's doch nicht. Ja, Henry hatte damals irgendwelche komischen Albträume von dem Dr. Oetker-Logo. Erzähl's den Leuten mal, oder willst du es nicht erzählen? Ich weiß nicht. Ich will es nicht erzählen, weil das sich so behindert anhört, dass die Leute denken, was ist los mit mir? Alles klar, dann werden wir das nicht in diesem Part besprechen. Überhaupt nicht. Und yeah, Professor Eich bzw. Dr. Oetker hat uns da den Pokédex gegeben. So. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Oh Mann, und der zweite alte pädophile Professor hat uns seine Nummer gegeben. Ich pack's nicht. Mr. Pokémon, das ist kein Professor. Nein, nein, Professor Eich hat uns die Nummer Also gegeben. ja, stimmt. Ja. Aber So, Professor und. Eich ist doch der Beste, oder? Ja, Komm. ich find's auch. Alle anderen Professoren können einpacken. Professor Eich ist der Meister der Sachen. Vor allem, Pokémon. weil der Enkel von Eich Gary ist. Und ich finde, Gary ist einfach einer der coolsten Charaktere im ganzen Pokémon. Genau wie Vegeta bei Dragon Ball. Ja, genau. Z und Aber so. wenn ich bei Pokémon noch mehr mag, ist Paul. Paul, ja. Ich habe mal die japanische Folge angeschaut, wo Ash gegen Paul kämpft. Ich weiß nicht, ob ich jetzt spoilern darf, aber auf jeden Fall, ich weiß, wie das ausgegangen ist. Und am Ende vertragen die sich sogar. Beziehungsweise sie respektieren sich halt. Warte, welcher Kampf war das? Wo dieser Das war erste das, 6 das gegen ist doch. 6 Kampf oder? Das war in der Sinnoh-Liga, keine Ahnung, irgendwas. Ich habe mir mal die Folge auf Japanisch mal angeschaut. Ah, okay, das ist nicht die Folge, die ich meine. Nee, ist noch nicht mal in Deutschland angelaufen. Nur in Japan, frisch draußen. Ah, okay, dann ist es definitiv nicht die Folge, die ich meine. Ich möchte ja auch nicht spoilern, ich weiß ja, wie der Kampf ausgegangen ist. Ey, und schon wieder vergiftet. Was ist das denn? Sag mal, warum lässt du dich so einfach vergiften, Henry? Warum? Ich will dich ärgern. Boah, du Sack. Weil ich bin ein stilles Kanimani. Ich kann nicht angreifen mit meiner scheiß Eiszahnattacke.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass du die erlernen wirst, ne? Ja, natürlich. Naja, Das zumindest hast du eben Level 7 erreicht. ja immerhin, ne? So, Taubsi. Ja, komm her. Das werde ich jetzt auch noch kaputt machen. Direkt Kaputt. an meiner Rotze. Du wirst Pixel zerstören, aha. Ja, ich zerstöre gern Pixel. Pac-Man. Hey, Er Pac-Man war frisst ein die cooles Pixel Spiel. auf. Was? Pac-Man war ein cooles Spiel, ja, zieh das nicht in den Dreck. Ja, ist doch kein Problem. So, und ja, Taubsi ist down, kein Problem. Hast deine Arbeit gut gemacht, kriegst einen Keks. Lecker. Ich will einen Döner. Schmeckt leckerer. Oh, hör mal auf, ich krieg Hunger. Oh Mann! Hey, du hast die Ich habe eine Vergiftung. ganz kurze Frage. Ja? Was für Faust kann Tragosso verteilen? Oh. Was ist? Du wandelndes Pokewiki auf zwei Beinen. Ich glaube mal, da Dragosso von Natur aus eine verdammt hohe Verteidigung hat, dass Dragosso Verteidigung gibt. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich würde an deiner Stelle nochmal nachgucken. Ja, marsch jetzt, weil es taucht nur Tragossos auf. In der Felstunnel. In der Felstunnel. Ja. Ihr wisst ja alle, mein Deutsch ist ja super geil. Trotz 1 auf Zeugnis. Aber das ist So. schon scheiße. Egal. Und da kommt schon unser Rivale angerannt, der Spasti. Der hat einen übrigens sehr komischen Namen. Wirst du es gleich sehen, wenn du jetzt gegen kämpfst. Ich weiß, warte, Das ist warte. das beste Deutsch im ganzen Spiel. Ich muss jetzt gucken. Passant, Junge. Was soll das? Nintendo, Game Freak. Nintendo Deutschland, was habt ihr gemacht? Seid ihr bescheuert? Passant, Junge! Alter, das ist ein Spiel, das für die kleinen Leute gedacht sind. Dann Das ist, kommt. da müsst ihr ein Deutsch einbauen, das nicht so sich anhört. Das heißt, diese Generation von Leuten, beziehungsweise Kindern, die dieses Spiel spielen, die werden irgendwann, wenn sie erwachsen werden, überall durchfallen mit Deutschtests. Oh ja, ich wollte es gerade sagen, die kommen dann in Deutschunterricht und sagen, ja, mein Freund heißt Passant Junge und dann kriegen sie erst einen auf die Schnauze gehauen und dann kriegen sie noch eine 6 reingepfeffert. Und warum? Oh ja. Nur weil Game Freak und Nintendo sich keine Mühe geben. Beim Übersetzen, ja, okay. Man muss ja jetzt bedenken, dass die Spiele ganz schön schnell übersetzt wurden. Ich frag mich jetzt, wie die das jetzt geschafft haben. Bei Black and White bin ich jetzt ziemlich gespannt, wie die das überhaupt hinbekommen. Deutschfehler, Aber Deutschfehler, Grammatikfehler. naja, aber es ist ein klasse Spiel, kann man jetzt nicht sagen. Man sollte sich jetzt nicht über diesen einen komischen Passant-Jungen Ja. sich aufregen. Okay, ja, und du hast Level 8 erreicht und erlernst Raserei. Genau. Da du ja so gerne Trotzdem ausflippst. aber schon komisch. Ja, das erinnert mich an gestern Abend, wo du die Mücken gekillt hast, weißt du noch? Ja. Da hast du auch Raserei eingesetzt. So, was will er denn jetzt noch? Raserei. Raserei und wenn's auf harte kommen wäre, dann weiterhin mit Flammenwurf. Du meinst Deodose und Feuerzeug. Ja, kann ich auch. Ich muss meinen Flammenwerfer besorgen. Hier um die Ecke kann ich meinen besorgen gehen. Also ist kein Problem. Was zur Hölle, was hast du für Läden in deiner Umgebung? Naja, Kfz-Werkstatt. Sag ich mal. Ah. Boah, warum Tagossos immer? Das gibt's noch nicht. Ja, hast du jetzt mal nachguckt, was sie an EV bringen? Ja, Verteidigung brauche ich nicht. Momentan. Ich gucke erstmal, ob ich das überhaupt geben muss. So, und jetzt können wir uns endlich auf den Rückweg nach Neuborgia machen. Endlich. LOL. Kann ich gleich hier drin bleiben? Kann ich meine Tragosse Sonne besiegen hier? Ja, Verteidigung muss ich auch noch geben. Okay. Auf Relax oder was? Yep. Ja, dann kill die Biester. Also nicht mit dem Macht-Item, aber kill sie. Ja. Nur, da gibt es ein Problem. Ich brauche das richtige Macht-Item. Item. Und toll, jetzt werden wir von der Polizei verdächtigt, das Pokémon geklaut zu haben. Obwohl Professor Lind direkt daneben steht, der uns ein Pokémon freiwillig gegeben hat, der genau weiß, dass wir es nicht geklaut haben können, weil wir auf dem Weg zu Mr. Pokémon waren. Da bleibt nur die Frage, war der Zeuge? Ja, aber trotzdem, der weiß doch, dass ich unterwegs war. Naja. Na, wie soll ich den nennen, den Rivalen? Ja, gute Frage. Ich nenne ihn einfach Passant. Nee, das ist blöde. Nee.
Ich weiß nicht. Punk ist mein Rivale schon in der Feuerroten. Das kann ich nicht nochmal bringen. Ich weiß, wie ich ihn nenne. Nur um dich zu ärgern. Wenn es reinpasst. Nein, es passt nicht rein. Ja, ich hab's schon gesehen. Schade. Ja, dann muss das Doktor weglassen, ne? Ja, ich wollte es gerade sagen. Warte, wo ist das Jetzt habe ich T? schon verraten. Jetzt habe ich eigentlich schon verraten. Oh Mann, Alter, wieso nur Tragossus? Mann, scheiße, wie wird das geschrieben? Ich weiß nicht, wie Dr. Oetker geschrieben wird. OE. Warte, 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 nicht so schnell. Alter, du verbrauchst 50 Minuten, um einen Namen zu schreiben. Ich glaub's nicht. OE? T. Ja? K-E-R. Ah, passt schon. K-E. Nein, nicht D. K-E-R. Alter Schwede, du brauchst ja 1000 Jahre, um Namen zu schreiben So, und ich Oetker, brauche ja. 1000 Jahre, um eine scheiß Maschallah aufzutreiben. Ja, halt doch die Backen jetzt. So, oh, Hund, halt's Maul! Psst. Der hat Hunger. Nein, der hört wieder irgendwen draußen rumlaufen und hält er die Schnauze nicht. Dann hol dein Gewehr und schieß ihn ab. Ich hab keins. Ich kann das per E-Mail schicken. Das druck ich mir dann aus. Ja, genau. Bastelst du zusammen, dann Kugel rein, fertig. Ja, Ich Mann. glaube, ich werd verrückt, ey. Warum? Das Spiel, warum kochen? Meine Scheiß, was schon nicht auf, ey. So, warte mal kurz. Ich muss meinen Hund kurz stillstellen. Moment. Aus jetzt! Und dann noch im Video. So, geht doch. Ja, was denn? So hält er nur die Schnauze. Lass mich in Ruhe. Spiel dein Spiel weiter. Bekämpf deine Tragossos. Scheiße. Ich muss immer dran denken, ey. Aus jetzt. Zum Glück habe ich hier nicht den Namen von meinem Hund gesagt. Carla. Nein. Er heißt Charlie. Lach nicht über meinen Hund. Oh Mann, ich mach mich auch noch zum Affen. Scheiße, ich muss aufpassen. Ach, passt schon. Ich mache mich doch selber zum Affenmann. Ich meine, wer Genau. schreit seinen eigenen Hund in einem Let's Play an? Und wer sagt auch noch, dass sein Hund Charlie heißt im Let's Play? Takoro Misashi aus Deutschland. So, jetzt kommt der beste Part. Guck mal, was die macht, das wilde Pokémon kommt. Die springt im Gras rum. Ja, das ist auch ein Grund, warum ich ein Mädchen genommen habe. Weil, also ein Hartgold, weil der Junge hüpft nicht rum. Ja, der Junge ist halt cooler. Ja. Deswegen habe ich ihn ja genommen. Das Mädchen nimmt das Meryl durch, Alter. Du meinst wohl andersrum. Ja, oder so. Das Meryl schiebt die Kugel rein. Ja, genau. Das Zäpfchen in den Arsch rein. Oh. Ja gut, wir kriegen jetzt gezeigt, wie man Pokémon fängt, was ich eigentlich auch schon seit mindestens mal 10 Jahren weiß. Ja. Wie gesagt, das ist ein Anfängerspiel, ne? Ja, schon. Und ich hoffe, dass die Tageszeit noch nicht so spät ist jetzt im Spiel, weil dann fange ich mir schon mal das zweite Teammitglied, was ich mir so den Tag über ausgedacht habe, also überlegt habe. Könnte es Taubsi sein? Nein. Dann bin ich beruhigt. Weil Taubsi ist ja nicht so der Burner. Ja, ich weiß. Trotzdem, ich hab's im Team. So. Jetzt kriegen wir noch 5 Pokébälle von ihr geschenkt. Den Rest behält sie, weil es ihre Lustkugeln sind. Ein Knogger, aha. What the fuck? Knogger ist cool. Ja, aber ich fang's nicht. So, jetzt renne ich in meinem Gras rum und hoffe, dass das Scheißvieh kommt. Und ja, es kommt! Ein Visor. Ja, aber es ist weiblich, ich will ein männliches. Du Frauenfeind. Ah, fuck, jetzt wollte ich eigentlich noch weiter angreifen. Jetzt bin ich abgehauen. Ein Egal. Visor. Oh Mann, so muss ich mal so Militär denken. Weil es so stramm steht, oder was? Es gibt auch so eine Folge. Hä? Da sind Visor auch solche komischen Militär. Ach so, Ich hab ja. das so im Kopf, dass sie so Helm getragen haben wie im Militär und so weiter. Ja, mit diesem Arbok-Panzer. Ja, kann sein. So, ja, okay. Im nächsten Part wird es dann weitergehen mit der Suche nach einem männlichen Visor. Wir sehen uns gleich wieder, Leute. Tschüss, Leute.